Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop für den Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Eure Sterne stehen sehr verführerisch und wundert euch nicht, wenn ihr Fernweh verspürt. Eine kleine Liebesreise würde euch guttun. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht oder schon mal einen Blick in eure Jahresvorschau für 2019 werfen wollt, bin ich gern für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Wenn ihr bei meiner monatlichen Verlosung teilnehmt, könnt ihr die Beratung mit etwas Glück auch gewinnen. Und wie das geht und was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr am Ende des Videos. Deshalb bleibt dran. Gleich schauen wir uns eure schillernden Liebessterne an. Vorher möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr weitere Informationen über die langfristigen Tendenzen auch jederzeit nochmal im Jahreshoroskop 2018 abrufen könnt. Das gibt's als Video oder als Buch zum Nachlesen. Und dort erfahrt ihr auch, welche Geburtstagskinder spezielle Aspekte empfangen. Für euch ist das zum Beispiel der Aspekt von Neptun durch euer eigenes Zeichen und das ist noch in den nächsten Jahren extrem wichtig. Die beiden wichtigsten Player im Oktober stehen beide günstig zur Fischesonne. Einmal Pluto, der ist soeben wieder direktläufig geworden und wirkt deshalb besonders kraftvoll, steht bei euch im Freundschaftshaus und zeigt Leute an, die Einfluss haben und euch fordern und fördern. Und dann ist da die Venus im Skorpion und sie wird am 5. Oktober rückläufig und spielt dadurch die erste Geige am Planetenhimmel. Sie bildet einen besonders schönen Harmonieaspekt zur Fischesonne und macht euch einmal mehr unwiderstehlich und verführerisch. In eurem 9. Sonnenhaus des Fernwehs und der Reisen zeigt sie an, dass ihr Liebe und Beziehung besonders intensiv empfindet, wenn ihr auf Reisen oder unterwegs seid. Das gilt auch für berufliche Fortbildungen oder wenn ihr überhaupt etwas dafür tut, euren Horizont zu erweitern, kulturell oder menschlich. Auch Jupiter steht ja diesen Monat noch in eurem 9. Haus und lässt euch gedanklich oder auch ganz konkret in die Ferne schweifen. Singles können sich auf Reisen verlieben oder auch in einen Menschen aus einem fremden Kulturkreis. Fest Liierte können ihre Beziehung durch eine kleine Reise wieder aufpeppen. Ein hübsches Hotel in einer schönen Stadt, weg von den Alltagspflichten und von zu Hause, das kann sehr sinnlich wirken. Allerdings hat die Rückläufigkeit der Venus natürlich auch so ihre Tücken, vor allem weil sie unterwegs auch einige harsche Aspekte bildet, die Reibungen und Unstimmigkeiten mit sich bringen. Die Rückläufigkeit selbst bedeutet, dass ihr euch beispielsweise bei der Reiseplanung nicht entscheiden könnt, wo ihr hinfahren wollt, oder auch, dass es euch dann vor Ort doch nicht gefällt. Das 9. Haus ist ja auch der Bereich der persönlichen Lebensphilosophie, an was man so glaubt und wovon man überzeugt ist. Vielleicht seid ihr euch da nicht mehr so sicher und ändert eure Meinung. All das kann bei nahestehenden Menschen für Verwirrung und Unverständnis sorgen. Besonders um den Neumond am 9. Oktober herum haben wir kräftige Spannungskonstellationen. Der Neumond selbst fällt in euer 8. Haus der verbindlichen Beziehungen. Da ist es möglich, dass ihr euren noch so liebevollen festen Partner durch eure Wankelmütigkeit etwas aus der Fassung bringt. Möglich auch, das habe ich ja schon in den Vormonaten öfter erwähnt, dass sich jemand aus dem Freundeskreis in eure Beziehung einmischen will und ihr lasst das zu, euer Partner findet es aber schwierig. Ihr solltet den Neumond also nutzen, um solche Sachen anzusprechen und zu schauen, wie ihr damit in Zukunft umgehen wollt. Die Venus in Spannung zu Mars und Lilith an diesem Neumond zeigt an, dass eine neue Liebe sich als kompliziert erweist, weil die Person ein Geheimnis hat oder weil es kulturelle Unterschiede gibt, die nur schwer zu überbrücken sind. Ihr solltet auch mit eurem Geld vorsichtig sein, gerade wenn ihr unterwegs seid und mit fremden Menschen zu tun habt. Man könnte euer Vertrauen missbrauchen. Deswegen besprecht Geldangelegenheiten nur mit Leuten, die ihr gut kennt und haltet euch ansonsten da bedeckt. Am 11. und 12. Oktober gibt es Chancen, Differenzen beizulegen. Günstig für tiefschürfende Gespräche ist auch der 15. Oktober. Und am Wochenende vom 20. und 21. Oktober stehen die Sterne besonders liebevoll und auch erotisch prickelnd für euch. Am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und gesellt sich dann ebenfalls zu den Planeten in eurem 9. Haus der Reisen und der Philosophie. Dadurch werden die vorhin angesprochenen Themen nochmal aktiviert und intensiviert. Euer Fernweh, euer Bedürfnis, vorübergehend dem Alltag zu entfliehen und in die Ferne zu schweifen. Aber solange die Venus dort noch rückläufig ist, müsst ihr halt auch ein bisschen auf euch aufpassen,
damit ihr euch sozusagen nicht verirrt auf einer solchen inneren oder äußeren Reise. Umgebt euch also bei wichtigen Vorhaben mit Leuten, denen ihr vertrauen könnt. Pluto steht sozusagen wie ein Wächter für euch, der euch beschützen und verteidigen möchte. Überlegt mal, wer das sein könnte in eurem Leben. Da gibt es eine Person, die stark ist und euch im Zweifelsfalle zur Seite steht. Der Vollmond am 24. ist eine recht spannungsgeladene Konstellation. Sie steht positiv zur Fischesonne, zeigt aber andere Leute an, die nervös und unberechenbar sind. Ihr könnt dazu beitragen, die Situation zu entschärfen, indem ihr euch um Klarheit bemüht, sodass man euch nicht missverstehen kann und zum Beispiel euer Lächeln gleich als Flirtsignal deutet. Wenn ihr darauf achtet, müsstet ihr in den Tagen um und nach dem Vollmond gut klarkommen. Wichtig für euch zu wissen ist noch, dass Chiron wieder zurück in euer Zeichen gelaufen ist, hier ganz am Ende. Und dort bleibt er nochmal bis Februar 2019, ehe er endgültig in den Widder läuft. Und wenn ihr die Sonne oder andere Planeten in eurem Horoskop in diesen letzten Graden des Fischezeichens stehen habt, dann könnt ihr Ende Oktober eine Problemlösung oder Heilung erfahren. Denn Glücksplanet Jupiter bildet dann einen Harmonieaspekt zum Chiron. Ja, und am 31. Oktober ist ja dann Halloween und da stehen die Sterne für euch sehr spirituell, aber auch gut zum Feiern. Und ihr werdet bestimmt eine Einladung bekommen. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung, also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und Entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.